Mensch, die wichtigsten Leute und so viele, die so gut gekämpft haben, die sitzen im Gefängnis drin und die lassen wir nicht drin, die holen wir raus und dann machen wir mit denen weiter. Und dann war uns klar, das kann daneben gehen. Und wir konnten nur haben dann gedacht, okay, diese Stockholm-Aktion ist das, was unseren Kräften entspringt. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und waren auf der anderen Seite, war uns auch klar, das kann daneben gehen. Und wenn es daneben geht, das hat für uns bedeutet, dass wir dann ja eigentlich alle in dieser Botschaft sterben. Sowas. Und das ist eine Entscheidung gewesen. So, und über die habe ich auch jahrelang nachgedacht, dass wir einfach so gesagt haben, okay, eins wird funktionieren. Entweder kommen wir mit den Gefangenen raus, oder aber wir zeigen wirklich, es gibt kein Zurück mehr für uns, nicht? Und das, was die RAF so gekennzeichnet hat in diesen ganzen Jahren, das ist sozusagen die Unumkehrbarkeit ihrer Entscheidung. Und Stockholm sollte diese Unumkehrbarkeit auch nochmal deutlich machen und sozusagen bekräftigen. Und deswegen sind wir dann in die Botschaft reingegangen. Und insoweit wusste ich, als ich da mitgegangen bin, selbst wenn es nicht funktioniert, da gibt es noch etwas anderes. Und das habe ich akzeptiert. Und das muss ich ehrlicherweise auch sagen, relativ leichten Herzens akzeptiert, so nicht. Darüber habe ich später sehr viel nachgedacht, weil ich irgendwann 78 war das, glaube ich, den Satz von Sartre gelesen habe: Wer keine Angst vor dem Tod hat, weiß nicht, was das Leben bedeutet, nicht? Und das kann durchaus sein, dass das für uns auch so stimmt, nicht? Und dass man vielleicht auch mit dem gesellschaftlichen Klima, mit der Vergangenheit, die hinter uns lag und so weiter, dass uns das vielleicht die Bedeutung dessen so was die Lust, was der Sinn des Lebens ist, so, dass uns das vielleicht ein Stück sogar verloren gegangen ist. Kann das sein, dass ihr mit dieser Entscheidung in eine vom Staat gestellte Falle gelaufen seid? Ihr mit dieser Unumkehrbarkeit auch im Denken möglicherweise in eine bereitstehende Falle getappt seid? Nicht nur an der Stelle, auch im Kontext der Schleierentführung ist mir so ein Gedanke schon mal gekommen. Du musst wissen, ich habe keine besonders hohe Meinung von der herrschenden Klasse. Ich traue ihr jede Schweinerei und jede Brutalität zu. Aber wenn ich das jetzt so bejahen würde, wie das, was du sagst, dann steht dahinter so ein Riesenkonzept und schon fast wie permanente Strategie und sonst irgendetwas. Das glaube ich einfach nicht. Also, dass das jetzt hier eine Falle war oder dass die dazu fähig wären, also das sozusagen so schon zu konzeptionieren, sondern ich glaube, der Hintergrund ist banaler. Die sind halt jahrzehntelang in der Welt geduckt durch die Gegend gelaufen, weil sie halt mit dem Nationalsozialismus und mit den ungeheuerlichen Verbrechen befleckt waren, und die konnten sozusagen Macht gar nicht, auch militärische Macht gar nicht so richtig ausleben, und die haben gerne den Kampf mit der RAF aufgenommen, weil das jetzt sozusagen ein Kampf war, an dem sie gegen einen Gegner sozusagen alles auffahren, eine Art Krieg führen konnten. Und da sind so Leute, denke ich, wie Helmut Schmidt, die sind da richtig dran gewachsen, und das haben sie gewollt. Ich meine, sie haben den Krieg gewollt, und sie haben, das würde ich heute so sagen, nicht ein einziges Mal irgendetwas anderes als sozusagen staatliche Repression, Gegenkrieg oder wie man das benutzt, um jetzt aus diesem Konflikt rauszukommen. Es gibt in dieser ganzen Geschichte der RAF von
Anfang an bis jetzt zur Verweigerung des Gnadengesuchs von Christian klar. Nicht ein einziges Mal wirklich etwas, wo du siehst, dass diese die aktuellen Vertreter an der Macht bereit gewesen wären, sich irgendwie mal dieser Geschichte politisch anzunähern, sondern es wird immer es ist immer militärisch reagiert worden und es ist immer mit der Logik der Staatsräson und immer die müssen wir niedermachen und sowas ist da reagiert worden. Das ist so ein Kennzeichen. Aber ich weiß nicht, ich würde das so nicht sehen, dass wir da in eine Falle reingelaufen sind. Wir hätten den bewaffneten Kampf, dass wir ihn so geführt haben, ist ein Fehler bei uns. Wir hätten ihn ja auch anders führen können und hätten ihn auch mehr in diese Richtung damals führen können, die wir eben angesprochen haben, nämlich nicht mehr unter dem Aspekt, was will die herrschende Klasse und wie messen wir uns an der, sondern unter dem Aspekt, wie können wir Bewusstseinsprozesse in der Gesellschaft transformieren. So. Und das ist so eine der Dinge, die ich seit vielen Jahren sehe, auch als Fehler bei uns. Wir haben teilweise diese herrschende Klasse zu ernst genommen und wir haben uns zu sehr als deren Gegenpart bezogen. Und ich glaube, irgendwann, wenn es hoffentlich doch nochmal eine radikale Bewegung gibt, dann wird die Macht, das Verhältnis zur Macht, das muss sozusagen in gewisser Weise das der Gleichgültigkeit sein. Die sind sozusagen da und als Problem sind sie da und die halten an ihren Dingern fest oder so weiter, aber sie sind nicht unser Bezugspunkt. Als Problem kann man sie sehen und registrieren, aber der Bezugspunkt, der muss eigentlich das sein, was ist eine Gegengesellschaft, wie stellen wir uns eine andere Gesellschaft vor, wie können wir anders miteinander leben und so weiter, und das muss das Wichtige sein, nicht? Und das ist so ein, das ist eher so eine Kritik an uns, die berechtigt ist, dass wir uns tatsächlich zu sehr auf diese Logik der Auseinandersetzung mit dem Staat eingelassen haben und sozusagen in gewisser Weise gedacht haben, wir müssen da auf Augenhöhe mit denen irgendwie den Krieg führen und die Sache handeln. Die Gegenentwürfe sind also zu kurz gekommen, aber gibt es nicht in einer Gesellschaft, so wie wir sie jetzt erleben, wie sie nach den 68ern oder in den 68ern sich offenbart hat, mit vielen postnationalsozialistischen Erscheinungsformen, auch im Massenbewusstsein der Bevölkerung im Übrigen, sowas wie die Aufgabe des womit fällt mir gerade ein, ich auch schon wieder bei Lenin bin, nicht auch die Aufgaben der Zeit sich strukturieren, also in gewissen Zeiträumen wie den eben beschriebenen, eine revolutionäre Linke nicht auch die Aufgabe hat, die eigentlich der demokratischen Bourgeoisie eigentlich zukommen würde, so in so einer ganz klassisch-schematischen revolutionstheoretischen Denkweise, nämlich die Durchsetzung demokratischer Verhältnisse erst einmal in der vollen Breite.